like a book on a shelf. Sometimes I wear my jeans like everyone else. Bei der Premiere von Barbies neuestem Film. Neben mir sind die Top-Stylistinnen Taylor und Carrie, die mir verraten werden, wie man einen Superstar einkleidet. Taylor? Carrie? Ich werde das in einem Wort zusammenfassen, Tracy. Crystal! Crystal? Sieh doch! Da ist Crystal! Komm, wir sagen Hallo! Wir haben sie ewig nicht gesehen! Carrie, ich werde doch gerade gefilmt! Carrie! Warten Sie! Was ist denn das nun für ein Wort? Raquel. Barbies Co-Star drängelte sich zur Reporterin vor. Dieses eine Wort ist Raquel. Raquel, Hallöchen. Ich stehe hier mit Barbies Co-Star, der einzigartigen Raquel. Raquel, wir sind überglücklich, dass Sie heute hier sind. Ist doch selbstverständlich, Tracy. Das gibt mir die Gelegenheit, mit meinen vielen treuen Fans in Kontakt zu treten. Wissen Sie, das Beste an diesem Film war die Arbeit mit Barbie. Barbies Limousine fuhr vor. Ich meinte nicht Barbie. Das tolle Skript wollte ich erwähnen. Ihr schneidet das doch noch, damit ich besser rüberkomme, nicht wahr? Tracy und ihr Kameramann liefen zum roten Teppich und ließen Raquel einfach stehen. Als Barbie ausstieg, brach der Jubel los. Barbie! Hey, Tracy! Ihr Outfit sieht fantastisch aus. Würden Sie ein paar Schritte darin gehen, damit wir es bewundern können? Selbstverständlich. Carrie und Taylor sind wahre Genies. Raquel ging dicht an Barbie vorbei und trat ihr absichtlich auf die Schleppe ihres neuen Kleides. Als Taylor und Carrie das sahen, liefen sie sofort zu Barbie und stellten sich hinter sie, um den Riss im Kleid zu verdecken. Ich liebe es. Es ist so luftig, so erfrischend. Ja, und gerade ist es noch viel luftiger geworden. Barbie, Barbie, du hattest mir doch versprochen, noch mal zu mir zu kommen, bevor du vor die Kamera trittst. Wir Stylisten können ja sowas von nervig sein. Da entlang! Taylor und Carrie zogen Barbie beiseite und kümmerten sich sofort um das Kleid. Ich fasse es nicht, dass Raquel absichtlich mein Kleid zerrissen hat. Mach dir keine Sorgen. Taylor schnippte einmal mit den Fingern und der Riss im Kleid war, wie durch einen Zauber, verschwunden. Sieht aus wie neu. Was? Wie meinst du das? Na, sieh es dir doch an. Tada! Oh, ihr zwei habt mir wirklich das Leben gerettet. Aber wie habt ihr das gemacht? Sieh doch, da kommt Ken. Hey, die Premiere fängt gleich an. Ist bei dir alles in Ordnung? Natürlich, alles ist toll. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber ich stehe total in eurer Schuld. Wollen wir morgen essen gehen bei Wally's? Es gibt nichts, was wir lieber tun würden. Geh jetzt und sieh dir deinen Film an.
Barbie und Ken schritten über den roten Teppich in den Premierensaal. Taylor und Carrie wollten ihr gerade folgen, als Crystal auftauchte. Crystal! Wirst du neben uns sitzen? Ich muss leider gleich wieder gehen. Die Fotostrecke für Prinzessin Graciella. Viel Spaß im Kino. Okay, also alles Gute. Ja, euch auch. Crystal arbeitete für die Feenprinzessin Graciella. Sie machte ein paar Fotos von Barbie und Ken und kehrte dann in die Feenwelt zurück. Stolz zeigte sie der Prinzessin im Palast die Aufnahmen. Also, was sagen Sie? Crystal, es ist nur eine Filmpremiere der Menschen. Prinzessin Graciella griff nach einem Glas, das neben ihr stand, und trank einen Schluck. Als sie dann aber das Bild von Ken erblickte, schien sie sich zu verändern. Augenblick. Wer ist denn das? Er ist wunderschön. Oh, keine Ahnung, nur irgendjemand bei der Premiere, schätze ich. Ich bin in ihn verliebt. Ich muss ihn heiraten. Das ist absolut nachvollziehbar, Prinzessin. Dann gehört er jetzt wohl Ihnen, Graciella. Am nächsten Tag trafen sich Barbie, Ken, Taylor und Carrie auf einen Eisbecher im Wallis. Barbie, der Film gestern war einfach unglaublich. Du in einer Komödie, das ist wie ein Minirock mit kniehohen Stiefeln. Es passt perfekt. Dann tauchte plötzlich Raquel auf. Hey, Barbie. War wirklich nett gestern Abend. Faszinierend, wie du die Sache gerissen hast. Arrogant drehte sie sich um und ging. Jetzt reicht's. Wo willst du denn hin? Ich werde anfangen, mich zu wehren. Was sie gestern Abend getan hat, war absolut nicht okay. Und genau das werde ich ihr jetzt sagen. Wow, Raquel macht Barbie das Leben schon seit Ewigkeiten schwer, aber sie hat noch nie etwas gesagt. Findet ihr es komisch, dass ich dabei sein will? Wer als Erster an der Tür ist? Raquel! Wir sollten uns unterhalten. Sollten wir das? Worüber denn bloß? Ich fasse es einfach nicht, dass du mit Absicht mein Kleid zerrissen hast. Ja, natürlich. Ich fasse es nicht, dass du dein Kleid unter meinen Schuh geschoben hast. Du wolltest, dass ich mich blamiere. Dafür brauchst du mich doch nicht. Raquel, ich will, dass du damit aufhörst. Wie aus dem Nichts erschienen Prinzessin Graciella und ihre Feen. Sie schnappten sich Ken und flogen mit ihm davon. Was? Wartet! Hey! Wir werden uns vermählen! Was? Zurück zum Palast! Hey! Ken! Lasst mich runter! Lasst ihn runter! Crystal, was macht ihr denn? Hä? Huh? Ihr habt sie doch gehört, es wird geheiratet. Ist das nicht wundervoll? Ich muss fliegen. Crystal flog davon. Doch plötzlich verwandelten sich auch Taylor und Carrie in Feen und folgten Crystal. Barbie und Raquel glaubten ihren Augen nicht zu trauen. Hoch oben hatte sich ein Portal zur Feenwelt geöffnet. Taylor versuchte, die Prinzessin aufzuhalten. Prinzessin Graciella, stopp! Hinfort mit euch! Ich lasse nicht zu, dass ihr beide meinen Hochzeitstag stört. Prinzessin Graciella und Crystal flogen durch das Portal hindurch, das sich gleich hinter ihnen verschloss. Oh nein! Oh, sie hat das Portal geschlossen. Taylor und Carrie flogen zu Barbie und Raquel zurück. Ihr seid geflogen? Was seid ihr? Also, ich weiß nicht, was ihr da überhaupt redet. Das war sicher ein Trick des Lichts. Ein Trick des Lichts? Ihr habt gerade Flügel entfaltet und seid geflogen. Mit vier anderen Mädchen. Und sie haben Ken mit sich genommen. Wie kann das ein Trick des Lichts sein? Keine Ahnung. Aber im Feenhandbuch steht, dass wir genau das sagen sollen, wenn uns jemand sieht. Im Feenhandbuch? Was ist denn das? Das ist ein Handbuch für Feen und... Ich meine, Taylor... Es läuft hier gerade nicht so gut. Ach, zu viele Apps. Hey, einen Moment mal. Was meinst du mit Feenhandbuch? Oh, wartet, jetzt habe ich Empfang. Nein, schon wieder weg. Sagte ich Feen? Ich meinte Zehenhandbuch. Das braucht man, wenn man offene Schuhe trägt.
Carrie suchte nach weiteren Ausreden, aber ihr fiel einfach nichts mehr ein. Endlich schien Taylor eine Verbindung zu haben. Taylor, ich brauche Hilfe! Ich habe 3 Balken! Keiner bewegt sich! Ich hab's! Carrie, vergiss es. Nach dem, was Sie gesehen haben, können wir uns nicht rausreden. Barbie, Raquel, es wird Zeit, dass ihr das Feengeheimnis erfahrt. Carrie und ich sind Feen und die anderen Mädchen waren es auch. Okay. Wir sind die ganze Zeit unter euch. Ihr bemerkt es nur nicht, weil wir unsere Flügel verstecken. Wir kommen aus Los Angeles und wir sind... Wow, wow, wow. Los Angeles? Oh, jetzt wird mir alles klar. Sie haben uns reingelegt. Reingelegt? Das muss das Studio arrangiert haben, um den neuen Film zu promoten. Wo sind die Kameras? Können wir das nochmal drehen? Bitte gebt mir noch eine Chance. Nein, so ist das nicht. Wir sind wirklich Feen. Ich bin eine Schuhfee, Carrie ist eine Handtaschenfee und Ken ist wirklich in Gefahr. Was meinst du mit in Gefahr? Menschen können zu Besuch nach Los Angeles. Aber Prinzessin Graciella sagte, sie will Ken heiraten. Wenn ein Mensch nach Los Angeles kommt und eine Fee heiratet, dann muss dieser Mensch für immer in Los Angeles bleiben. Feengesetz. Also, wenn das wahr ist, dann steckt Ken wirklich in Schwierigkeiten. Wie können wir ihm da helfen? Wir? Ja, wir. Ken ist auch mein Freund. Also wie? Wir gehen shoppen! In der Feenwelt machte Crystal erst einmal ein paar Fotos von dem Brautpaar. Okay, jetzt kommt das erste Bild als Pärchen. Stellt euch zusammen und sagt Feen. Feen. Ich liebe das. Seid vorsichtig mit meinem Verlobten, ja? Was? Hör zu, ich weiß nicht, wer du bist oder was du bist, aber du hast einen Fehler gemacht. Ich werde niemanden heiraten, ich... Sehen! Eine männliche Fee flog auf Ken zu und stieß ihn zu Boden. Du Dieb! Du willst mir meine große Liebe stehlen, Prinzessin Graciella. Nein. Oh doch. Ich werde mich vermählen mit, wie war dein Name noch gleich? Ken. Kent. Ken? Er ist die Liebe meines Lebens. Und bei Sonnenuntergang werden wir heiraten. Was? Ach so. Du fürchtest wohl, du wärst nicht Mann genug, Graciella zu heiraten. Nein, Moment, ich meine, natürlich wäre ich Mann genug. Nein, 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 ich will Graciella nicht heiraten. Ich liebe eine andere. Kevin, wie kannst du so etwas denn nur sagen? Und das an unserem Hochzeitstag? Ach komm schon, jetzt wein doch nicht. Ich heiße Ken und, also ehrlich gesagt, ich kenne dich doch gar nicht. Heißt das, du besudelst die Ehre der zartesten Blume von Los Angeles? Nein, ich besudel gar nichts. Ich würde nie jemanden besudeln. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich fordere dich zu einem Duell. Wir werden kämpfen, um herauszufinden, wer Graciellas Liebe würdig ist. Ein Duell um meine Hand? Das ist ja so romantisch. Wir machen es direkt vor der Hochzeit. Nein, nein, das werden wir nicht. Ich will mich nicht mit dir duellieren. Du denkst also, meine liebliche Graciella ist ein Duell nicht wert? Das ist eine Beleidigung. Das tut mir leid. Bitte glaub mir, das ist überhaupt nicht meine Absicht. Für diese Beleidigung fordere ich dich zum Duell. Schon wieder? Ach so? Du denkst also, ich bin nicht mutig genug für 2 Duelle? Und dafür fordere ich dich zu einem dritten Duell heraus. Oh, warum nicht? Ich hatte nach dem zweiten Duell sowieso nichts vor. Bedienstete, holt die Waffen und bereitet sie auf das Duell vor. Auf Wiedersehen, mein Liebling. Ich sehe dich beim Duell. Du lässt mich hier allein? Mit ihm? Oh, Sehen. Oh, keine Angst. Er wird dir nichts tun. Oh, dann ist ja gut. Nicht bis zum Duell. Und selbst wenn er dich in die Mangel nehmen und besiegen sollte, verspreche ich dir, dass ich dich trotzdem heiraten werde. Also, du siehst, du kannst gar nicht verlieren, nicht wahr, Glenn? Inzwischen gingen Taylor und Carrie mit Barbie und Raquel in eine Boutique. Sie suchten sich ein paar Kleider aus und gingen zur Verkäuferin. Auch die Verkäuferin war eine Fee, aber das wussten nur Taylor und Carrie. Kann ich Ihnen helfen? Ja, wir hätten gern Ihre beste Umkleidekabine, bitte. Aber gerne doch. Die Verkäuferin führte die Mädchen zu den Umkleidekabinen.
Eine Umkleidekabine war verschlossen. Sie wollen sicher in diese hier. Aber wie es aussieht, ist sie schon besetzt? Ach, nicht doch. Ist dir noch nie aufgefallen, dass immer eine Kabine geschlossen ist, auch wenn niemand darin ist? Ja. Ist das so ein Feending? Genau. Ein Feenflugkorridor. Also bedeutet das, die Umkleidekabinenassistentin ist... Ja, sie ist immer eine Fee. Können wir jetzt endlich reingehen, bevor diese Sachen nicht mehr angesagt sind? Na dann los! Kaum hatte sie die Tür hinter sich geschlossen, erstrahlte ein helles Licht und die Mädchen verschwanden. Nur einen Augenblick später fanden sie sich in einer berühmten Stadt wieder. Wo sind wir? Das kann doch nicht wahr sein. Ist das Paris? Wir sind ganz oben auf der Spitze des Eiffelturms. Tatsächlich, wir sind in Paris. Aber wie geht das? Der Flugkorridor. Flugkorridore sind die Abkürzungen für Feen zu ganz verschiedenen Orten auf der Erde. Großartig. Gibt's irgendeinen Grund, dass wir genau hier landen mussten, wo kein Geländer ist? Wir mussten nach Paris. Es gibt nämlich eine Tür nach Los Angeles, die Graciella nicht schließen konnte. Das persönliche Portal von Liliana Roxell. Liliana Roxell, das ist die berühmte Moderedakteurin. Ich kenne sie. Du Angeberin. Ich bin keine Angeberin. Ich habe nur gesagt, dass ich sie kenne. Sie war bei einer Modenschau meiner Tante Millicent. Sie ist eine der ältesten und weisesten Feen, die in der Welt der Menschen leben. Würdest du sie gern wiedersehen? Na klar, aber wie wollen wir von hier runterkommen? Der Aufzug fährt doch gar nicht so hoch. Hat denn irgendwer was von einem Aufzug gesagt? Taylor und Carrie nahmen ihre Feengestalt an. Als Raquel ihre Flügel sah, ahnte sie das Schlimmste. Nein. Oh, nein. Nein, 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 nein. Kein Flugzeug, kein Flug. Du wirst es lieben, ganz ehrlich. Was ist, wenn uns irgendjemand sieht? Das wäre doch nicht gut. Da gibt's auch sicher ein Feengesetz, richtig? Es ist dunkel und wir fliegen nicht sehr weit. Niemand wird uns sehen. Bist du dir sicher, dass du das kannst? Ich bin eine Schuhfee. Je fantastischer meine Schuhe sind, desto stärker ist meine Magie. Und seht euch die mal an. Wenn ich mein Leben ein paar Schuhen anvertrauen müsste, wären es genau diese dort. Sie geben mir genug Magie, damit wir zusammen fliegen können. Gib mir einfach deine Hand. Und zu meiner Handtasche gibt es Flugmagie und einen passenden Gürtel. Fertig? Oh. Ah! Und so flogen die Mädchen über das nächtliche Paris. Schon nach kurzer Zeit erreichten sie das Haus von Miss Roxell. Sie landeten auf dem Balkon und Barbie klopfte an die Terrassentür. Miss Roxell? Ah, enchantée! Barbie? Hi, Miss Roxell! Ah, oh, Feen. Carrie und Taylor, oui? Oui. Raquel räusperte sich, weil sie nicht begrüßt wurde. Ich bitte um Verzeihung, kenne ich Sie? Offensichtlich nicht. Miss Roxell, wir haben ein Problem und Carrie und Taylor dachten, sie könnten uns vielleicht helfen. Vielleicht gar nicht das. Kommen Sie rein. Barbie erzählte Miss Roxell, was vorgefallen war. Hallo, Prinzessin Graciella ist mit Ken davongeflogen und sagte, sie wolle ihn heiraten. Und dann schloss sie alle Portale, ausgenommen das von Ihnen. Natürlich nicht. Selbstverständlich dürfen Sie es benutzen. Aber vielleicht brauchen Sie noch etwas mehr Hilfe. Konnten Sie Graciellas Augenfarbe erkennen? Ja, violett. Und sie würden perfekt zu den Stiefeln, die ich mir letzte Woche gekauft habe, passen. Violett? Aber Graciella hat blaue Augen. Aha. Dann hat sie anscheinend von einem Liebestrank getrunken. Ein Liebestrank? Der Trank fügt dem Auge ein bisschen Rot hinzu, die Farbe der Liebe. Das Rot macht blaue Augen violett und daran erkennt man es. Ich habe mich mal als Heiratsvermittlerin versucht, deshalb müsste ich eigentlich noch... Ui, sehr viel ist nicht übrig, aber genug für eine Dosis. Ihr. Miss Roxell gab Barbie einen Flakon mit einer Flüssigkeit. Versprühen Sie das direkt über Graciella, sodass es auf sie niederregnen kann. Das wird den Bann des Trankes brechen. Ich danke Ihnen. Los, gehen wir!
Kommen Sie jetzt, ich bringe Sie zu meinem Portal. Rodeo Drive? Fifth Avenue? Shanghai? Sind das alles Feenflugkorridore? Zu meinen Lieblings-Shopping-Orten, nur falls ich es einmal nicht mehr erwarten kann. Oh, das Gefühl kenne ich sehr gut. Miss Roxhill sprach nun Taylor und Carrie an. Sie wollen sie doch nicht etwa begleiten, oder? Ich dachte, sie wären verbannt von Los Angeles. Sie hörten davon? Ist das wahr? Ja. Wieso denn? Ist eine lange Geschichte, aber wir kommen trotzdem mit euch mit. Aber vielleicht müssen sie dafür Jahre in den Kerker. Freunde halten zusammen, besonders wenn die Zeiten am schwersten sind. Ganz genau. Barbie war immer für uns da und deshalb werden wir ihr helfen. Und Raquel. Erlauben Sie uns trotzdem, Ihr Portal zu nutzen? Aber natürlich. Es geht nach oben. Nach oben? Aber wie denn das? Wir sind in einem Penthouse, da gibt's kein nach oben. Meinst du, so wie es auch keine Feen gibt? Gut gekontert. Da, da, da. Die Mädchen stiegen in einen Fahrstuhl. Machen Sie es gut, Liliana. Schöne Schuhe. Und bis bald. Wir sind Ihnen wirklich dankbar. Wiedersehen, Liliana. Ich danke Ihnen. Viel Glück. Seien Sie vorsichtig. Und kaum hatte sich der Fahrstuhl in Bewegung gesetzt, betraten sie auch schon die Feenwelt. Barbie, Raquel, willkommen in Los Angeles. Hier gab es kein Unten und kein Oben. Und alles schwebte schwerelos durch die Luft. Egal, ob es Häuser oder Wiesen waren. Das ist unglaublich. Ich kann nicht glauben, dass das echt ist. Und ich kann nicht glauben, dass es so hoch in der Luft ist. Wie weit ist es runter bis zur Erde? Zur Erde? Ja, bis zur Erde. Ich meine, wenn ich runterfalle, falle ich ja nicht für immer, oder? Früher oder später würde ich ja... Aber als Raquel genauer hinsah, schien sie zu begreifen. Oh, da gibt's rein gar nichts. Ach, das ist schon okay. Wir werden uns einfach an Carrie und Taylor festhalten, so wie vorhin. Auf einer Rettungsmission? Zu riskant. Wenn es Schwierigkeiten gibt, müsst ihr vielleicht allein weiterfliegen. Ja, siehst du, gar kein Problem. Wir fliegen einfach allein weiter. Wir können nicht allein fliegen. Noch nicht. Sehr gut. Wir gehen zu Wings and Things. Brauchen Menschen Feenbling, flieg sie schnell zu Wings and Things. Taylor und Carrie nahmen Barbie und Raquel an die Hand und flogen zu Wings and Things. Carrie und Taylor schienen die Frau, die dort arbeitete, gut zu kennen. Hi, Rena! Carrie! Taylor! Oh, meine Lieblings-Fashion-Feen. Prinzessin Graciella hat euch doch verbannt. Das Feengesetz verlangt, dass ich die Palastwache informiere, und zwar sofort. Und wirst du das tun? Oh, natürlich nicht. Aber seid vorsichtig. Prinzessin Graciella ist eine sehr leidenschaftliche Fee. Ihre Emotionen sind unglaublich stark. Besonders, wenn sie wütend ist. Nichts hat dagegen eine Chance. Lachend kam Renas Mann herein. Die Liebe ist stärker, mein Schätzchen. Ja, da sagst du etwas Wahres. Also, wie kann ich euch denn helfen? Wir brauchen ein paar Flügel für unsere Menschenfreunde. Hi, ich bin Barbie. Ich bin Raquel. Hi, ich bin Rena. Das ist mein Mann Graylin. Ich bin ein Mensch, genau wie ihr zwei. Aber ich habe mich sofort in ihn verliebt, als ich in Los Angeles ankam. Und ich wusste gleich, dass ich für immer hier bleiben möchte. Für immer? Man kann nie wieder zurück, wenn man ein Feenwesen geheiratet hat? Niemals? Nein, niemals. Aber wer will das schon? Wenn man mit dem zusammen ist, den man wirklich liebt, ist man zufrieden. Und ich wette, der neue Ehemann von Prinzessin Graciella stimmt dir sicher zu. Neuer Ehemann? Soll das bedeuten, Sie haben schon geheiratet? Oh, nein, 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 doch nicht vor Sonnenuntergang. Oh, Sonnenuntergang, großartig. Aber ihr seid ja nicht hier, um irgendwelches Feengetratsche zu hören. Ihr seid wegen Flüge hier. Und ich habe das perfekte Paar für jede von euch. Rena suchte für jeden ein paar Flügel aus. Und durch einen Zauber befanden sie sich plötzlich zwischen ihren Schulterblättern. Also sagt mir, dass ihr sie liebt. Ja, ich liebe sie wirklich. Ich danke Ihnen. Sie sind einfach unglaublich. Aber wie funktionieren sie? Ihr denkt einfach daran, was die Flügel tun sollen. Und dann tun sie es. Der Sonnenuntergang ist schon bald. Also denke ich, wir sollten fliegen. Danke sehr, Rena. Wiedersehen.
Danke, Rina. Auf Wiedersehen, Graylin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mädchen. Und einen schönen königlichen Hochzeitstag. Viel Glück. Und dann flogen sie gemeinsam los. Raquel flog noch etwas ungleichmäßig, aber bei Barbie sah das richtig perfekt aus. Wir sind Naturtalente, Raquel. Nein, du bist ein Naturtalent, Barbie. Musst du einem ständig unter die Nase reiben, dass dir alles leicht zu fallen scheint? Was? Raquel, ich... Wir haben jetzt also Flügel. Und wie finden wir Ken? Raquel! Was? Willst du ihn etwa nicht mehr suchen? Du weißt, dass ich das will. Ich bin sicher, Graciella hat ihn in den Palast gebracht. Der höchste Punkt von Los Angeles. Wow, das ist aber wirklich sehr hoch. Wir müssen uns beeilen. Die Hochzeit ist bei Sonnenuntergang. Zur gleichen Zeit sollte im Palast das Duell zwischen Ken und Zane stattfinden. Prinzessin Graciella ergriff das Wort. Bitte alle mal zuhören. Das Feenhandbuch verlangt ein Duell. Und ich habe meine Hochzeitsvorbereitungen unterbrochen, um der ersten Prüfung beizuwohnen. Nämlich der Feuertaufe. Feuer? Endet das mit einem gerösteten Ken? Nein, mit Feuer hat das nichts zu tun. In dieser Duellrunde werden wir unsere Stärke zeigen. Und wenn einer von uns nicht stark genug für das Duell ist, wird er eliminiert. Könnten Sie eliminieren definieren? Keine Angst, Trent. Crystal macht jede Menge Fotos, so können wir dich wiederherstellen, falls dir etwas zustößt. Ah. Duellanten, stellt euch vor mir auf und seht euch in die Augen. Crystal, die in Zane verliebt war, versuchte ihrem Schwarm das Duell auszureden. Zane, du musst dich für Graciella nicht duellieren. Ich bin mir sicher, da draußen sind sehr viele Feen, die gern deine Freundin sein würden. Zum Beispiel wäre ich eine davon. Tritt zur Seite. Stellt euch nun Rücken an Rücken und nach 5 Schritten vollbringt ihr euer bestes Zauberkunststück. 5. Zauberkunststück? Ich kenne kein Zauberkunststück. 4. Gar keins? 3. Nein. 2. Wir werden dich ganz hervorragend wieder zusammenflicken. Was? 1. Beginn. Zane wollte gerade einen Feuerball auf Ken schleudern. Okay, siehst du meinen Daumen? Sieh genau hin. Ich reiß ihn ab. Siehst du das? Unglaublich, nicht? Das ist doch nur dein anderer Daumen. Ganz sicher? Ist es so, da reiß ich wirklich meinen Daumen ab, hä? Nein, es ist dein anderer Daumen. Du knickst den Daumen ab und legst einen Finger vor den anderen. Aber sieht es nicht aus wie wahre Magie? Nein, tut es nicht. Das ist doch schwachsinnig. Wie kannst du diesen Menschen überhaupt mehr begehren als mich? Vergessen wir das Duell. Sag die Hochzeit einfach ab. Dann wird alles wieder, wie es war. Ja, du solltest auf Zane hören. Er ist ein sehr kluger Mann. Zane, zeig deine magischen Kräfte. Immer wieder warf Zane seine Feuerbälle auf Ken. Aber Ken konnte, dank seiner angeklebten Flügel, jedem seiner Angriffe geschickt ausweichen. Prinzessin Graciella war begeistert. Das war ja unglaublich, Dennis. Ich muss zugeben, nach diesen mickrigen Flügeln und deiner erbärmlichen Zauberkunst hatte ich das Duell fast schon abgeschrieben. Aber du kannst damit genauso gut umgehen wie jedes Feenwesen in Los Angeles. Hä? Was? Nein, nein, warte, ich... Geht in eure Ecken und bereitet euch auf den zweiten Teil des Duells vor. Auf dem Weg zum Palast gerieten die Mädchen in Turbulenzen. Barbie und Raquel wurden von einem Luftwirbel abgetrieben. Aber dadurch trafen sie auf die Pega-Ponys. Das waren kleine geflügelte Pferde. Hey, seht nur, was wir gefunden haben. Oder was uns gefunden hat. Oh, ihr habt die Pega-Ponys gefunden. Unglaublich. Ihr müsst wissen, dass sie extrem scheu sind. Sie zeigen sich nur Leuten, die sie mögen. Wirklich? Oh, danke sehr. Ich fühle mich geehrt. Ich mich auch. Ich überlege gerade, ob wir nicht zum Palast reiten können. Ja, dürfen wir? Oh, das wäre ja fantastisch. Los geht's.
Das heißt, wenn irgendjemand bereit wäre, Taylor und mich mitzunehmen. Sofort flogen zwei der Ponys auf die beiden zu und ließen sie aufsitzen. Seid ihr soweit? Und auf geht's! Kurz vor dem Palast wurden die Ponys plötzlich nervös und wollten nicht weiter. Die Ponys wieherten laut. Barbie war ratlos. Was ist passiert? Seid ihr in Ordnung? Sie werden nicht weitergehen. Und zwar deswegen. Wirbelnados. Unglaublich tückische Windströmungen. Sie sind dafür da, den Palast zu schützen. Selbst mit viel Flugerfahrung stürzt man ab, wenn man von so einem erfasst wird. Graciella muss sie aktiviert haben, damit niemand die Hochzeit stören kann. Wie können Feen sie überwinden? Ich habe keine Ahnung. Raquel, sie kann es schaffen. Ach, ehrlich? Ja, du schaffst es. Niemand kann so reiten wie du. Wenn uns jemand durch die Wirbelnados führen kann, dann du. Woher willst du wissen, wie gut ich reiten kann? Machst du etwa Witze? Wir waren doch zusammen auf einem Reiterhof im Sommer nach der 10. Klasse. Du warst unglaublich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt weißt, dass ich da war. Du hast damals Rasierschaum in meinen Reithelm gesprüht. Ach so, ja, ich meine abgesehen davon. Du warst mit Abstand die beste Reiterin und die Pferde haben dir vertraut. Wenn du uns anführst, weiß ich, dass wir es rechtzeitig zum Palast schaffen und Ken retten können. Aber was ist, wenn ich versage und wir in einen dieser Wirbelnados geraten? Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Wenn du vorreitest, werde ich dir folgen. Das werde ich auch. Und ich genauso. Okay, dann soll es so sein. Aber bleibt nah dran. Ich will, dass eure Ponys direkt hinter meinem reiten. Hab keine Angst. Ich verspreche dir, dass wir sicher hindurchkommen werden. Wir müssen nur gut zusammenarbeiten. Okay, kleiner Kerl? Unter Raquels Führung umflogen sie geschickt die Wirbelnados und kamen ohne Probleme ans Ziel. Du hast es geschafft, Raquel! Das war echt fantastisch! Danke. Und auch danke, dass du mir vertraut hast. Und dir danke ich natürlich auch. Also, jetzt müssen wir nur noch in den Palast und Ken finden. Ja, genau. Aber zuerst müssen wir noch an den Palastwachen vorbei. Ich hoffe, die Frage stört euch nicht, aber weshalb wurdet ihr verbannt? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Was habt ihr getan? Absolut gar nichts. Wir haben wirklich nichts getan. Ach, kommt schon. Irgendwas müsst ihr angestellt haben. Selbst wenn, wir haben keine Ahnung, was es ist. Wir waren befreundet mit Prinzessin Graciella. Doch dann aus heiterem Himmel verkündete sie, wir hätten sie verraten und verbannte uns. Aber das ist in Ordnung. Wenn sie sich so verhält, kann sie Los Angeles für sich behalten. Wir werden jetzt Ken retten und dann bleiben wir für immer in der Menschenwelt. Als Köchinnen getarnt, konnten die Mädchen den Palast ungehindert betreten. Und sie mussten gar nicht lange nach Ken suchen. Denn kaum waren sie drinnen, hörten sie auch schon das Kampfgeschrei von Zane und Ken. Natürlich war Ken dem kampferfahrenen Zane unterlegen. Barbie überlegte nicht lange und stellte sich zwischen die Kämpfer. Stopp! Sie behindert mich! Was soll denn das? Barbie, du hast ja auch Flügel. Wer wagt es, mein königliches Duell zu stören? Barbie, das Gegenmittel, schnell! Barbie holte den Flakon aus ihrer Tasche und flog auf Prinzessin Graciella zu. Die aber stoppte Barbie und ihre Freundinnen durch einen Zauber. Keine Bewegung! Ich kann mich nicht bewegen! Das können wir alle nicht! Was hast du mit ihnen gemacht? Barbie, geht es dir gut? Rühr sie nicht an! Sie bedeutet dir nichts. Du wirst mich heiraten, Kyle. Ich heiße Ken. Du kennst noch nicht mal meinen Namen. Warum sollten wir heiraten? Weil sie unter dem Einfluss eines Liebeszaubers steht. Was? Ihr seid ja völlig flügellos. Sehen Sie in den Spiegel. Ihre Augen sind gar nicht mehr blau. Sie sind violett. Und das kommt von diesem Liebestrank. Graciella, du stehst unter Einfluss eines Liebestranks. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Ihnen ist gar nicht mehr bewusst, was Sie tun. Ich werde Ihnen helfen. Befreien Sie mich, dann kann ich den Zauberbann brechen. Nicht auf Sie hören, Graciella. Sie will sich nur Ihren Verlobten schnappen. Wieso sagst du so etwas? Na, weil Crystal in Sie verliebt ist.
Deshalb möchte sie, dass Graciella jemand anderen heiratet. Und genau darum hat sie Graciella den Liebestrank verabreicht. Crystal, ist das die Wahrheit? Crystal versuchte, von sich abzulenken und zeigte auf Taylor und Carrie. Diese Schuhe. Ich kenne diese Schuhe. Prinzessin Graciella, diese Feen sind Taylor und Carrie. Ich schätze, die Pumps wären besser gewesen. Los, seht nach! Ihr seid es tatsächlich. Und ihr versucht schon wieder, mich zu verraten. Und diesmal wollt ihr sogar meine Hochzeit ruinieren. Und sie verbreiten Lügen über mich. Nein, Graciella! Genug jetzt! Ihr seid Lügnerinnen, ihr und eure Freunde. Ich hab euch schon einmal verbannt. Aber jetzt spürt ihr die ganze Kraft meines Zornes. Plötzlich waren die Mädchen in durchsichtigen, schwebenden Kugeln gefangen, aus denen es kein Entrinnen gab. Barbie, Raquel! Was hast du ihnen angetan? Ich hab sie in die Wutsphäre verbannt. Die Wände bestehen aus purem Zorn. Absolut unüberwindbar. Meine Liebste, du gehst zu weit. Sie haben nur die Wahrheit gesagt. Sei still jetzt, oder ich werde dich auch in die Wutsphäre verbannen. Geht's euch gut? Ja, alles gut. Naja, halbwegs. Lass sie gehen. Wenn es sein muss, werde ich dich auch heiraten, aber lass sie frei. Du wirst mich so oder so heiraten, glaube mir. Auf Ken legte sich Feenstaub nieder. In diesem Moment veränderte er sich und flog verliebt auf die Prinzessin zu. Prinzessin Graciella, würdest du mir die Ehre erweisen, mich zum Mann zu nehmen? Das war ich nicht, das habe ich nicht gesagt. Aber es kam aus deinem Mund, mein Liebster. Und ich werde dich zum Mann nehmen, jetzt gleich. Das Duell ist vorbei. Kirby und ich haben eine Hochzeit zu feiern. Ich wünschte, ihr könntet dabei sein, aber ihr habt leider einen Termin im Kerker. Barbie und ihre Freundinnen wurden in den dunkelsten Kerker des Palastes verbannt. Verzweifelt suchte Barbie nach einer Möglichkeit, aus der Wutsphäre zu entkommen. Wir müssen hier doch irgendwie rauskommen. Ich fasse es nicht, dass wir versagt haben. Raquel versuchte, Barbie zu trösten. Nein, du hast alles getan, was du konntest. Das haben wir alle. Aber das hat nicht ausgereicht. Jetzt sitzen wir in einem Kerker fest. Und selbst wenn wir eines Tages freikommen sollten, dann wird Ken verheiratet sein und in Los Angeles bleiben müssen. Für immer. Auf einmal fing Raquel zu lachen an. Was gibt's da zu lachen? Es tut mir leid, das ist nur so. Hättest du mir gestern gesagt, dass wir beide in einem Kerker festsitzen, für was weiß ich wie lange, dann hätte ich geschworen, dass wir uns gegenseitig umbringen. Aber jetzt? Ich find's nicht toll, dass ich hier festsitze, aber dass du dabei bist, finde ich, naja, irgendwie gar nicht so schlimm. Ich denke, ich hätte dasselbe gesagt. Aber wenn ich schon mit jemandem in einem kleinen Käfig festsitzen muss, dann bin ich froh, dass du es bist. Das meine ich absolut positiv. Wieso kommen wir eigentlich immer so schlecht miteinander klar? Seitdem wir uns beide kennen, habe ich das Gefühl, dass du etwas gegen mich hast. Soll das ein Witz sein? Es ist genau andersrum gewesen. Von der ersten Minute an war ich nicht gut genug für dich. Was? Warum sollte ich so etwas denken? Weil du die Königin der Schule warst. Du bist hübsch, du bist klug, du bist beliebt, du bist talentiert. Ich wollte so gern deine Freundin sein, aber du warst nicht interessiert. Du hast nie ein Wort mit mir geredet und du hast mich nie gefragt, ob ich mit dir zum Mittag esse. Wieso hätte ich dich zum Mittag einladen sollen? Jedes Mal, wenn ich dich angelächelt habe, hast du dich einfach weggedreht. Ja, weil ich wusste, dass du mich nicht leiden kannst. Ich kannte dich ja noch nicht mal. Du hast doch nicht ein Wort mit mir gewechselt. Ich war halt schüchtern. Und vielleicht war ich auch ein wenig unsicher und vielleicht... Naja, bin ich das immer noch ab und zu. Also, möglicherweise war ich ja immer so gemein zu dir, weil ich Angst hatte, dass du mich nicht leiden kannst. Raquel. Ich hab nur möglicherweise gesagt. Dann hätte ich mir möglicherweise mehr Mühe geben müssen, deine Freundin zu sein. Denn das wollte ich.
Als du an unsere Schule kamst, da wollte ich dich unbedingt kennenlernen. Das soll ein Scherz sein. Wir waren zusammen in der Theatergruppe und du warst so selbstbewusst und talentiert. Da dachte ich, es wäre toll, deine Freundin zu sein. Aber dann warst du so distanziert und dann so gemein. Ich dachte, dass du mich nicht leiden kannst. Ich hätte mir einfach mehr Mühe geben sollen. Du warst immerhin die Neue an der Schule. Ich hätte dir meine Hand reichen müssen, Raquel. Es tut mir leid, dass ich dich nie gefragt habe, ob wir zusammen Mittag essen. Das wäre nett gewesen. Danke. Und mir tut's leid, dass ich mich immer nur weggedreht habe und so fies zu dir war. Meinst du, wir können Freundinnen sein? Ich meine, wir sind schon Freundinnen. Barbie und Raquel umarmten sich. Die Wutsphäre war der positiven Energie von Barbie und Raquel nicht gewachsen. Sieh nur! Der Käfig! Die Kugel, die Barbie und Raquel gefangen hielt, löste sich auf. Und die Flügel der beiden wurden größer und erstrahlten in den Farben eines Regenbogens. Barbie! Raquel! Eure Flügel! Barbie! Deine Flügel, sie sind unglaublich! Deine auch! Sie sind fantastisch! Aber ich verstehe das nicht. Was ist passiert? Erinnert ihr euch an Wings and Things? Graylin sagte, seine und Rinas Liebe sei stärker als die Wut einer leidenschaftlichen Fee. Und dass ihr Freundinnen geworden seid, ist auch stärker als ihre Wut. Das verwandelte den Käfig aus Wut in die Freiheit der Flügel. In echte Flügel. Echte Flügel. Eure Freundschaft lässt euch fliegen. Raquel, jetzt können wir zu der Hochzeit. Ja. Sie ist in der großen Halle. Wir sind direkt darunter. Ihr müsst einfach nur nach oben fliegen. Na los jetzt. Barbie und Raquel flogen los. Sie mussten sich beeilen, denn die Hochzeitszeremonie hatte schon begonnen. Willst du, Ken, Prinzessin Graciella zu deiner rechtmäßig angetrauten Feenfrau nehmen? Ken stand noch unter Graciellas Einfluss und antwortete, obwohl er gar nicht wollte. Ich will! Durch die mir erteilte Kraft erkläre ich euch hiermit zu... Ich erhebe Einspruch! Zane wollte Prinzessin Graciella nicht so einfach aufgeben. Du hast bereits Einspruch erhoben und ein zweites Mal kannst du nicht. Doch ich kann. Und ich werde. Du machst einen furchtbaren Fehler. Ach. Hör doch auf dein Herz, Graciella. Wenn du unter einem Liebeszauber stehst, wehre dich dagegen. Ich bitte dich, lass den Menschen gehen und heirate mich. Aber die Prinzessin würdigte ihn keines Blickes. Bitte, fahren Sie fort. Durch die mir erteilte Kraft erkläre ich euch hiermit zu Mann und... Warten Sie! Stoppen Sie die Hochzeit! Barbie! Raquel! Wir erheben Einspruch gegen diese Vermählung. Was? Kann man hier nicht mal in Ruhe einen Mann heiraten? Wir erheben Einspruch aufgrund der Tatsache, dass die Prinzessin unter Einfluss eines Liebestrankes steht. Nicht schon wieder dieser Unsinn! Die Prinzessin schleuderte Barbie und Raquel ihre Feuerkugeln entgegen. Aber die beiden wichen ihnen geschickt aus. Dann gelang es Barbie, an die Prinzessin heranzukommen. Sie nahm das Gegenmittel und besprühte sie damit. Was? Wo? Ein Hochzeitskleid? Ich kann mich an alles erinnern. Crystal wusste, dass es für sie nun gefährlich werden konnte und versuchte zu verschwinden. Aber Ken versperrte ihr den Weg. Ich denke, meine Mutter hat mich gerade gerufen. Ich muss los. Ich denke eher nicht. Crystal, du hast mir diesen Liebestrank gegeben, nicht wahr? Wir haben uns deine Modefotos angesehen. Dann hast du mir etwas zu trinken gegeben und dann sah ich ein Foto von Olen. Es tut mir so aufrichtig leid. Ken heiße ich eigentlich, aber ist schon okay. So wie es aussieht, warst du wirklich nicht du selbst. Nein,
Das war ich nicht. Wie konntest du nur? Ich wollte doch nur eine Chance bei Zane kriegen. Nicht, dass das geholfen hätte. Er liebt sie, egal was passiert. Ja, das tue ich. Oh, Zane. Ich liebe dich auch. Ich danke euch. Ihr habt sie mir wiedergebracht. Ja, vielen Dank. Bitte, wie kann ich mich bei euch dafür revanchieren? Wir wollen, dass Carrie und Taylor frei sind und dass die Verbannung aufgehoben wird. Aber sie haben mich gemein verraten. Wir drei waren Freundinnen. Dann sind die beiden sich immer näher gekommen und haben mich ausgeschlossen. Ich glaube, das haben die beiden niemals gewollt. Das haben sie nicht? Prinzessin Graciella ließ Taylor und Carrie aus dem Kerker holen und stellte sie zur Rede. Carrie und Taylor, sagt mir, seid ihr beide nicht beste Freundinnen geworden und habt mich dann auf gemeine Weise ausgeschlossen? Nein, wir haben doch nur so viel Zeit zusammen verbracht, weil du mit deinen königlichen Aufgaben so beschäftigt warst. Aber ihr habt mich nicht mal mehr gefragt, ob ich etwas mit euch unternehmen will. Das haben wir nicht, weil wir dachten, du hättest sowieso keine Zeit. Das war wohl falsch von uns. Es tut uns leid. Kannst du uns bitte verzeihen? Wenn ihr mir verzeihen könnt, dass ich so furchtbar reagiert habe, ich hätte euch einfach fragen sollen, was los ist. Oh, süß. Crystal versuchte nun, die Gelegenheit der guten Laune für sich zu nutzen. Tja, wisst ihr, da wir hier gerade bei so einer großen Versöhnungsarie sind? Ich werde dir verzeihen, Crystal, aber erst nach der Strafe, die ich für dich habe. Ich finde, wenn ich dich ganz allein nach unserer großen Hochzeitsfeier sauber machen lasse, ist das eine gerechte Strafe. Was sagst du? Sagtest du gerade große Hochzeitsfeier? Ja. Ken geriet schon wieder in Panik, aber Graciella ging lächelnd auf Zane zu. Wenn ich mich recht erinnere, bist du vor mir auf die Knie gefallen, um mich zu fragen, ob ich dich heirate. Ist das ein Ja? Und schon wenige Augenblicke später ließen sich Graciella und Zane trauen. Prinzessin Graciella, willst du diesen Mann zu deinem rechtlich angetrauten Ehemann nehmen? Ja. Ich erkläre euch hiermit zu Feenprinzessin und Ehemann. Plötzlich fiel Ken auf, dass sich Barbie und Raquel ausgezeichnet verstanden. Ich habe eine ganze Menge unglaublicher Sachen gesehen, aber das Merkwürdigste ist, dass ihr beide euch wie Freundinnen verhaltet. Ja, ziemlich cool, oder? Verflucht cool. Und fast genauso cool wie unsere Flügel. Beeindruckend, nicht? Okay, jetzt habe ich wirklich einen riesigen Komplex. Warte, wie sollen wir denn nach Hause gehen, wenn wir echte Flügel tragen? Ich weiß nicht. Geht das? Natürlich geht das. Eure Flügel werden verschwinden, wenn ihr uns verlasst. Und auf magische Weise wieder erscheinen, wann immer ihr in Los Angeles seid. Perfekt! Wir werden ganz oft wiederkommen. Wartet nur, bis wir allen von hier erzählt haben. Sie werden euch die Türen einrennen. Also vielleicht... Wartet. Könnt ihr das Feengeheimnis bewahren? Das Feengeheimnis ist so riesig. Das können wir nicht für uns behalten. Die Paparazzi werden durchdrehen. Das wäre eine Riesen-Publicity für mich und Barbie. Unsere Karriere würde einen Riesensprung machen. Also, ich weiß nicht, Raquel. Darüber sollten wir uns jetzt keine Sorgen machen. Es könnte genauso gut sein, dass ihr morgen früh aufwacht und glaubt, das war alles nur ein Traum. Das hier ein Traum? Auf gar keinen Fall. Das war mit Abstand das beeindruckendste Erlebnis meines Lebens. Ja, für mich auch. Ein magisches Land, Feen, die in der menschlichen Welt leben. Pferde mit Flügeln. Fast fertig gemacht zu werden in einem Duell? Also ich weiß nicht, vielleicht wäre es gar nicht so übel, einige Dinge zu vergessen. Das war ein aufregender Tag, Graciella. Aber wir sollten jetzt nach Hause gehen. Vielen Dank für alles, Freunde. Graciella ließ Feenstaub auf die Freundinnen rieseln. Zu Hause in ihrem Bett wachte Barbie wieder auf. Sie nahm das Telefon und rief Ken an. Ken? Ja, alles bestens. Ich habe nur den verrücktesten Traum aller Zeiten gehabt. Was, du auch? Gut, Wallis, in einer halben Stunde. Als sie später bei Wallis zusammensaßen, erzählten sie sich von ihren Träumen. Ich weiß nicht mehr alle Details. Ich kann mich an alles erinnern, aber es ist so verschwommen. Bei meinem Traum auch.
Aber dass deine Stylistinnen da waren, das weiß ich noch. Carrie und Taylor, richtig? Ja, Carrie und Taylor. In meinem Traum waren sie auch. Das ist eigenartig, aber was wirklich merkwürdig ist, ist, dass ich ein unglaublich starkes Gefühl habe, dass in dem Traum Raquel und ich Freundinnen waren. Freundinnen? Ich weiß, als ob sie das jemals zulassen würde. Wie auf Stichwort erschien Raquel in diesem Moment. Hey, darf ich mich zu euch setzen? Irgendwie wusste ich, dass ihr hier seid. Natürlich. Los, setz dich. Was, ehrlich? Du setzt dich nicht neben Ken und flirtest mit ihm? Wieso sollte ich so etwas tun? Er ist doch dein Freund. Ah, super süßes Outfit. Wo hast du das her? Was denn? Gar nichts. Es ist nur, du bist irgendwie wirklich nett zu mir. Das ist toll. Es ist nur irgendwie anders. Ich weiß, es ist komisch. Ich verstehe es ja auch nicht, aber ich hatte da einen Traum letzte Nacht. Und ich bin mit dem Gefühl aufgewacht, dass wir Freundinnen sind. Gute Freundinnen. Ich hatte genauso einen Traum. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Jetzt kamen auch Taylor und Carrie ins Wallis. Hey, wir haben uns schon gedacht, dass ihr zwei hier seid. Ach, wirklich? Wir wollten euch nur kurz auf Wiedersehen sagen. Auf Wiedersehen? Wo wollt ihr zwei denn hin? Wir haben wieder Kontakt zu einer alten Freundin. Deshalb gehen wir wieder für eine Weile in unsere Heimatstadt. Es war toll, mit euch beiden Zeit zu verbringen. Wir werden uns sicher wiedersehen. Zeit mit uns zu verbringen? Aber ich kenne euch so gut wie gar nicht. Tja, wie die Zeit verrennt. Wir müssen fliegen. Wiedersehen. Wiedersehen. Wow. Sieht aus, als hätten deine Stylistinnen die Stadt verlassen. Da kennen wir wohl einen Star, der auf dem roten Teppich das nächste Mal nicht so strahlen wird, hm? Upsi. Da kam wohl eine alte Angewohnheit durch. Beste Freundin. Sometimes I'm blending like a book on a shelf.